Ich bin Katrin Berko, ich bin tätig als stellvertretende Stationsleitung in der Chirurgie auf der Station 8 und 9 und seit letztem Jahr im März studiere ich berufsbegleitend Pflegewissenschaften. Ich habe mich für das Studium Pflegewissenschaften entschieden, um einfach mehr wissenschaftliches Arbeiten in die Pflege mit zu integrieren. Vollzeitstudium wäre für mich in unserem Beruf einfach, der sehr, sehr, sehr praktisch ist, einfach nicht sinnvoll. Wir müssen halt Praxis und Theorie miteinander verbinden können und dadurch, dass ich das berufsbegleitend mache, bietet mir das einfach die beste Möglichkeit dafür. Für mich ist die Zukunft der Pflege einfach eine Akademisierung. Das soll aber nicht heißen, dass die Akademisierung fern vom Bett geschehen soll. Wir hören, glaube ich, häufig in der Pflege den Begriff, das haben wir schon immer so gemacht. Eigentlich ein Begriff, also ein Unwort meiner Meinung nach. Wir sollen begründen können, warum wir was tun. Gibt es Studien dazu, warum wir das tun und sich das Outcome des Patienten durch diese Tätigkeit genau verbessert?